Hey, hallo und willkommen. Es geht weiter in Prison Architect. Wie erwähnt, das Tutorial ist geschafft und jetzt will ich mir dann doch mal das eigentliche Spiel ansehen. Ich habe noch 23 Stunden und 39 Minuten Zeit, bis die ersten Gefangenen anrücken. Hier rücken gerade Fahrzeuge, Trucks mit Supply und mit Arbeitern an. Und ja, das ist die Karte. Da passt mein Gefängnis wohl drauf, muss wohl. Hier. Planning-Modus, okay. Ich würde gerne erstmal so eine Foundation. Kann man die auch planen? Check, Walls. Concrete, Brick, Outdoor, Concrete. Was haben wir denn dabei? Was haben die denn geliefert? Die liefern Bricks und Concrete. Ich werde Concrete als Boden, Beton ist Concrete, nehmen und ja, hier landet das Zeug, dann ist der Müll, dann machen wir hier irgendwo den Eingang, wobei Deliverance sollte vielleicht der Eingang sein. Wie machen wir denn den Eingang? Also kompliziert, so einen Start so bei Null loszulegen, finde ich. Das heißt, sinnvollsten wäre natürlich mit einer Wand anzufangen. Ich würde aber gerne erstmal hier jetzt ein Gebäude haben. Braucht einen Eingang. Ist das mein Rezeptions... Nee, eigentlich macht man so einen Zaun. Finde ich. Dirt, Gravel. Ich will eine Mauer bauen, eine Brick Wall. Das wäre so die Mauer und da rein soll ein Tor. Rooms, Deliverers. Where goods and materials and prisoners are dropped off. Das ist doch hier. Garbage ist da und ach so, das beschreibt die Räume. Okay, das macht Sinn. Ich hätte aber gerne eine Wand. Material. Ach so, die Wand habe ich. Tür. Türen, Fans. Ach, Zäune, natürlich. Zäune machen natürlich auch tierisch Sinn. So einen Zaun rumherum ziehen, anstatt, ja, es macht Sinn. Aber wo haben wir denn Türen? Clean Cupboard, Armory, Objects, Türen, natürlich. Türen, Objects. Jail Door. Ich hätte keine riesen Eingangstür. Stuff Door, normale Tür, ein Bett, Large Window, Remote gesteuerte Türen, Metalldetektor, ja, dann müssen wir nach Large Jail Door, da ist es doch, und das Drehen habe ich irgendwann gelernt gehabt, Rechtsklick, ah ja, hier kommt ein Large Jail Door rein, zack. So, weiter geht das mit den Wänden. So eine Brick Wall, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. So, die möchte ich aber eigentlich durch einen Fence-Zaun, genau, weil der billiger ist. Und hier so ein Stück Zaun. Jetzt sind wir dann noch da, ein ganzes Stück noch da. Soll erstmal klein anfangen, würde ich sagen. Und ab da, und Zaun geht auch noch hier vom Müll entlang. So. So, das ist der Zaun. Dann kann man hier reingehen. Das ist der Eingang und dann brauchen wir natürlich Gebäude. Wir brauchen mehrere Gebäude. Ich hätte gerne einen Storage Room. Oh. Ist denn jetzt aus meinem Zaun geworden? Hat er jetzt vergessen, dass er den bauen muss? Ich lasse die nächste Mal erstmal anfangen. So, ihr Arbeiter. Ihr sollt einen Zaun bauen. Und eine Tür und all sowas. Ah, nee, vergessen haben sie es nicht. Sie machen irgendwas. Das ist schön. Dann fangen die schon mal an. Dann kann ich in den Planning-Modus... Ach so, das ist, glaube ich, genau das, wie ich es auch eh hatte. Das ist ja cool. Tier richten. Ah, Ton. Endlich mal ein bisschen Ton im Spiel. Die errichten hier meinen Zaun. Das gefällt mir. Und dann machen die eine Mauer. Und der Zaun beginnt an der Mauer. Und in die Mauer setzen die Tür. Dachte ich zumindest bis gerade.
Man kann sie vielleicht auch irren. Machst du die Tür da rein? Das wäre schön. So. Ah, jetzt haben wir hier eine schöne Eingangstür. Sehr gut. Die bauen den Zaun noch drumherum. Jetzt würde ich gerne ein Pathway. Hier so einen Weg hin. So, das wäre der geplante Weg. Und hier würde ich direkt... kleiner. Hier lassen wir dann direkt die Wände für das Lagerhaus. Das ist so 8x8. So ein schönes quadratisches kleines Lagerhaus. Das wäre so der Plan hier. Aha. Da wird der Zaun gemacht. Okay. Dann würde ich vielleicht noch Strom, brauche ich auf jeden Fall. Ohne Strom geht das ja alles nicht. Utilities. Power Station. Kostet ordentlich Kohle. Ja, dann würde ich dann dahinter so einen Power Room. Oder, nee, wir machen den Power Room hier in den Süden. Nee, Planungsmodus. Weg. So zwei nur. Und dann machen wir hier eine Wall für den Power Room. Ah, lass mal ruhig einen Abstand. Du nicht. So. 6x. Das ist eigentlich schon alles viel zu klein. Der Power Room. 6x6. Da passt der Generator ja gerade so rein. Ich mach das mal ein bisschen breiter. So, das ist mein Stromraum. Hier muss eine Tür hin. Hier muss eine Tür hin. Und dann kommt da der Generator rein. So, und dann würde ich den Weg hier weitermachen. So. Das soll am besten bis hier hingehen. Hoppala. Nein, nicht Walls. Way. So. Und dann käme hier Essen, Stuff, whatever. Und hier die Zellen. Es kommen 8 Prisoners. Um 8 Uhr. Das heißt, ich brauche 8 Zellen schon direkt. Der Zaun ist eigentlich für den Arsch, den ich hier baue. Naja, machen wir mal einfach hier dran. Direkt die Wände drumherum. So. Das wäre der erste Gefängnisraum. So hätte ich das gedacht. Und hier drunter dann direkt irgendwas für den Stuff. Oder ein Essensraum oder sonst irgendwas. Ach guck mal, man kann es auch direkt zeichnen. So. Ja, das wäre so mein Plan für den Anfang an Räumen. Die brauchen ja für eine Zelle. Wie groß muss die Minimum sein? Achso, ne, muss eine Wende drumherum und alles sein. Ja, ich würde einfach mal sagen, lass uns mal Fundamente legen. Nein. Warum startet der in der Ecke? Der soll nicht da in der Ecke starten, der soll hier. Achso. Wie blockt. Hier ein Fundament. Hier eins. Hier eins und das große hier. Ja, das macht auch direkt was her, was die Jungs da bauen. Was ist das denn? Constructing Building Frame. Sieht doch direkt nach einem schönen, geordneten Arbeitsplatz aus. Hier mit der Eingangstür, finde ich super. Aha, normalen Modus. Was? Selected, normal, was auch immer. Eingang benötigt. Ist mir klar, dass ihr Eingänge braucht. Ich weiß gar nicht, was bauen die denn? Das sind keine Mauern, oder? Das hat doch keine Mauern hier. Foundations ist doch eigentlich nur... Foundations ist tatsächlich schon ein Gebäude. Braucht einen Eingang. Ja, ja, kriegt's einen Eingang, kriegt's einen Eingang. Object. Das würde ich aber eher mittig halten, also wirklich. Oder ganz an den Rand, dass man die Zellen... Machen wir hier ganz an den Rand.
Jail door. So, obviously jail door to stop even the hardest prisoner from escaping. Normale Türen wären ja blöd. Ich würde die dann hier machen. So, und dann, jetzt habe ich das Menü weggemacht. Ich brauche noch Türen für die anderen Räume. Staff Door. Genau, der Staff darf in den Lagerraum und in den Showroom-Raum und in den... ja, machen wir sie auch hier zur Not hin. So. Ah ne, das ist die Jail Door. Okay, für den Raum hier drin. Ich hab keinen Strom für die Lampchen. Ja, ist blöd. Das muss ich nur machen. Der Strom käme hier rein, wenn das Ding mal eine Tür bekäme. Das hat auch seine Tür, aber kein Strom. Oh Mann, die Zeit läuft mir davon und ich brauche Strom. Ach, fängt das hart an. So, ich hätte mir eigentlich nochmal das Tutorial angucken sollen, um zu kapieren, ob ich denn alles habe, was ich benötige. So, da kommt der Generator rein, das war der große Plan. Ihr habt ein bisschen Holz und Zeug gefunden, ja, wie gesagt, hier soll der Generator rein. Macht das mal einer. Das ist der Generatorraum, da kommt der Generator rein. Na komm. Mach fertig, damit ich Strom verlegen kann. Und die anderen könnten eigentlich hier schon mal Wege bauen. Concrete Floor. Paving Stone. Nehmen wir das Zeug, ja. Das kostet Gras, kostet Dings. Gravel kostet auch so viel. Road kostet auch so viel. Normalstein kostet auch so viel. Ich nehme das Zeug hier. Muss ja Geld für Optik da sein, so. Jetzt würde ich hier gerne noch das Planning entfernen. Gut, 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 gut. Du bist da. Switch on. Der ist an. Hat ja keinen Verbrauch, stimmt. Oh, das war jetzt nicht gewollt, liebes Handy. Benimm dich. Wir verlegen Elektrokabel. Und zwar so. Und so. Und so. Das wäre die Verkabelung. Gefällt mir so ganz gut. Das ist das Grüne. Das ist Moos. Naja. Aber so haben wir dann Licht in den Räumen. Jawohl. So muss das. Dann brauchen wir Zellen. Und da müsste ich jetzt mal gucken, wie groß müssen die denn sein. Ich glaube, da muss eigentlich nicht so viel rein. So eine Zelle. Mouse over, da kann man das doch bestimmt sehen. Storage. Was ist das? Du bist ein Storage. Dann haben wir Kantine, Küche, Duschen, Garten. Holding cell, a place where put while cell is found for them. Okay. Ach, ist alles kompliziert. 2x3 Minimum. 2x3. 2x3. Okay. Die brauchen Wände drumherum. Das heißt, es wäre sinnvoller gewesen, die Tür hier hin zu machen. Ne, es passt nicht. Der Raum ist einfach nicht breit genug. Dann machen wir die anders. Machen wir die anders. Kann ich das wieder wegmachen? Ich will das wegmachen. Das ist alles doof. Geh weg. So. Ich hätte gerne Zellen. So. Und dann gibt's hier wieder eine Wand. Gibt's hier ein... Es passt nicht. Es passt einfach alles nicht. Ginge das so? 2x3. Eine Wand. Und 2x3. Dann kann man hier auf den Gang in der Mitte gehen. Das ginge.
Dann machen wir es doch so. So. Nein. Und hier eine größere. Eine Luxuszelle. So. Theoretisch passt das. Ich würde jetzt hier noch gerne Trennwände aus Beton machen. Das gefällt mir soweit ganz gut. Ein bisschen enge Gänge. Aber ist ja auch mein erstes Gefängnis und das ist auch die erste Folge, wo ich selber baue. Und ja, in 12 Stunden kommen die Gefangenen und dann schauen wir mal in der nächsten Folge, ob wir es denen nicht ein bisschen heimlich einrichten können. Ich sehe schon, Platz ist zu wenig da. Bis zum nächsten Mal.